Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's play FIFA. Sollen wir denn so 15? Eine Folge anfangen? Ja, wir sind jetzt einfach, wir haben gerade einfach völlig über ein anderes Thema gequatscht und sind also jetzt einfach mal hier mit Liverpool-Trikots drin. Warum auch immer? Liverpool, ey, das kann doch nicht sein. Was war das? Ja, der Bronze hat heute groß angekündigt, hier, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, dass er mindestens 3 Tore schießen will. Ja, klar. Ich kann euch leider nicht sagen, gegen wen wir spielen, da der Curry ganz hat den A-Button reingeballert hat. Gar nicht ja, warte mal. Ich hab nur gesucht, weil ihr da vertieft wart in eurer Rede. Worüber haben wir denn vorhin gesprochen nochmal? Über den süßen Major. Ja, dass der Major immer so eine süße Stimme hat. Jetzt fängt er so an, weißt du? Aber Major, hier nochmal ganz kurz. Viele wünschen sich einen YouTube-Kanal, Alter. Mach doch mal einen. Wieso? Guck mal, wie du extra im Let's Play jetzt das ansprichst. So voll unauffällig. Willst du einfach, dass die Bombe piept, oder? Jetzt! Djatman! Oh, schade, Mann. Weiter höher hätte er kommen müssen. Aber gut. Ja, der war eigentlich für dich gedacht, aber der hat den irgendwie zu Dennis. Ja, auf jeden Fall nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ich muss mal kurz großes Lob aussprechen. Es gibt tatsächlich jemand, der sich die Mühe gemacht hat und eine Seite erstellt hat. Muffin, wie geht die Seite nochmal? Ich vergesse die Domain immer. Muffin-pro-club.de, glaube ich. .de.tl, glaube ich. Oder ja, sowas. Genau. Ich habe die nochmal in die Beschreibung gehauen, die Seite. Und da könnt ihr sogar Statistiken sehen, wie wir gespielt haben und alles. Richtig, richtig krass gemacht. Und wer Torschütze ist und so weiter. Und da steht auch einzelne Positionen, einzelne Rollen. Da steht zum Beispiel Leno, der Superzinken und so. Richtig geil, aber ey, müsst ihr mal vorbeischauen. Also wirklich richtig, richtig cool gemacht. Curry die Pedowurst. Curry die Pedowurst. Warum eine Pedowurst? Verstehe jetzt nicht. Warum weiß ich nicht, hast du vorhin gesagt? Bam, Mann! Haben wir zufällig über Pädophile geredet? Was? Nee. Oder ich kenne da so jemanden, ne? Ich auch. Ach komm. Wechsel mal das Thema hier lieber. Das Ding ist, wir haben nur wieder Feinde, so weißt du. Ja, aber Themawechsel jetzt wegen dem Channel, da kann ich mal was zu sagen, aber ja, komm her. Nicht bei FIFA, weißt du. Wenn schon Daisy kann ich schon mal 1-2 Worte verlieren, aber nicht genau. Also. Ja, aber machen wir mal in Daisy, quatschen wir mal darüber. Aber wir haben das schon, ich glaube, wir haben das sogar schon angesprochen. Oh, sorry, Curry. Nee, ich hab das immer. Macht nix. Ja, Major. Werf, ja, man kann ja trotzdem nochmal sagen, dass wir uns überlegt haben, dass der Major vielleicht mal die ein oder andere Szene, wenn was Spannendes passiert, zum Beispiel bei DayZ oder so, dass er die dann vielleicht irgendwie mitschneidet oder so und die dann uns übergibt oder so. Boah! Ja, ja, stimmt schon. Stimmt schon. Wir können, ich werde da schon einige Worte zu verlieren, aber... Was der Major auf jeden Fall mal verlieren soll. Was der Major... Der hätte auf jeden Fall mal verlieren sollte, ist ein lauteres Mikrofon. Was? Bin ich wieder leise? Jetzt bist du, jetzt ist besser. Guck mal hier, Major. Mission, Alter. Guck mal, was ich jetzt mache. Gegeben. Hammer. Hammer, Major. Hammer, warte, nochmal gegeben. Jetzt hier oben, guck mal hier. Jetzt. Und Ball Hammer. Major, wenn du den jetzt reinhaust, ne? Dann musst du den YouTube-Kanal machen. Leute. Ja, boah, Mann. Was war das denn, Mann? Der war Runzer, drin, Alter. Ja, fast. Ja, aber wieso war der jetzt nicht drin? Das verstehe ich nicht. Ja, du bist einfach gestolpert. Kurz bevor mal. Du, kurz bevor du, wenn du präzise Kopfbälle machen willst, musst du halt Schusstaste mit Alt F4. Ja, auf jeden Fall. Okay, beim nächsten Mal. Haben die Muffins neue Trikots bekommen, wie man hier sieht, ja? Ja, eigentlich das, ja nicht. Das ist ja immer noch ein bisschen Farben. Ja, wir haben einen neuen Sponsor bekommen. Ja. Ach so. Liverpool sponsert jetzt die Muffins. Wobei ich Liverpool, ich habe gehört, Pedowurst. Da machst du nix, Alter. Ja. Aber ein paar neue T-Shirts sind auch mal nicht verkehrt. Ja, vor allem beim Bronze, der immer das gleiche T-Shirt an. Wer sich mal die Instagram-Bilder anguckt, der weiß, was ich meine. Wer hat den Pass? Hast du das denn? Von Dennis, ja, Alter. Mann, was willst du erwarten, den Major vom Superpro? Ja, hau mal rüber, Mann, Major. Ja, abspielen ist nicht, nee. Ich hab doch abgespielt. Was war das denn? Ja, klar, gegen was? Gegen die Bande oder was? Der Bande spielt auch mit. Was ist das denn? Er macht beim Bowling auch immer die Bande hoch. Habt ihr den Namen gesehen, ey? Ja, sorry, aber ich darf mir auch mal erlauben, Fehler zu spielen, hallo? Nee, Major, du nicht. Boah, ich höre Major irgendwie fast gar nicht gerade. Guck mal, nur weil, Dennis, nur weil ich Türke bin. Nur weil du sagst. Was für ein Quatsch, Alter, du laberst. Und ist der Wurm drin? Der Lieblingstürke, Major, Mann. Neben 738.000 anderen Türken. Wie du immer sagst, aber so immer zu mir Türke und so, weißt du? Ja, das weißt du doch. Türk! Also meinst du, das stimmt? Was denn? Die alten Scherz für einen richtigen Türken, aber. Ja, der Major ist, das ist ja das Lustige, der Major ist ja gar kein richtiger Türke. Den haben wir ja angebaut. Alter!
Der Major entstand mal aus einer Pflanze. Den haben wir angebaut. Hm? Aus dem Bronzebaum ist er entstanden. Also wundert euch nicht, also ein bisschen locker. Ne? Ja, Major. Ernst. Nimm doch mal ernst, Major. Ganz lockeres Ründchen heute hier, FIFA. Also die Muffins wollen heute echt nicht hier mal wieder verlieren. Ist übrigens für alle noch mal ganz kurz, bevor der Major weiter drin, ein Liga spielen, nicht Pokal. Ja. Lego-Spiel. Guck mal hier, Major. Pfeffer mal hier runter. Ja, Pokal gab es ja am Wochenende wieder, aber haben wir leider nicht mehr geschafft. Leute nicht, wollen Leute später denken, so allein gegen uns. Ah, Mann! Ja, nee, ach Quatsch. Bin weggerutscht, Mann. Alexander Sjölund. Wow. Die Mutter vom Curry ist vorher gelaufen. Hatte so starken Ausfluss, dass der ganze Rasen nass ist. Curry, wo spielst du eigentlich? Lecker. Ich spiele, glaube ich, rechts außen. Da. Lecker. Jetzt hören wir mal auf mit dem Bashen hier. Ich liebe doch den Curry, wisst ihr da alle. Beim Curry und mir ist so eine Hassliebe entstanden irgendwie. Wer das so auf Twitter verfolgt, der weiß, was ich meine. Unter anderem das legendäre Kuhbild. Boah, wie der Curry auf Tricks. Hast du gesehen, Alter? Wow. Jo, Curry, Alter. Richtig. Ach, du bist doch ein Rotzlöffel, ey. Weißt du, Dennis Anna verkackt dann wieder. Ja, gemacht, Dennis und auch Curry. Ey, ich hab mir aber letztens die eine FIFA-Folge angeguckt, wo wir 5-4 verloren haben und so richtig gut gespielt haben. Ja. Alter, das Spiel. Das war im Halbfinale, ne? Das war im Halbfinale. Im Halbfinale war das. Aber wir waren uns dazu siegessicher. Ja, aber das Problem. Nee, das Spiel war so spannend, ey. Aber die Leute haben auch gesagt, der Schiri hat voll den Müll gepfiffen, aber das wissen wir ja schon, der pfeift ja jedes Mal. Das Geilste sind einfach die KI des Torwarts. Ja, das ist so, da brauchst du gar nicht mehr drüber anfangen. Aber 5-4, das war echt spannend, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, vor allen Dingen wie der Torhagel. Also ich hatte wirklich noch nie so eine spannende FIFA-Partie, weißt du? Ja. Also ich meine, Pro-Club natürlich sonst. Vor allen Dingen, wie wir angefangen haben, so 3-1, weißt du, und dann... Ja. Ja, der Taros ist auf jeden Fall, muss man ganz gut sagen, heute nicht dabei und in der nächsten Folge und in der übernächsten vermutlich auch nicht, aber dann vielleicht wieder. Ja, zeitlich muss man das hier mal so viel managen mit den ganzen Leuten. Aufpassen. Tor. Ah, schade. Oh. Ja, okay, da hat's Klingel im Kasten. Mein Fehler. Alter, was spielen. Mit ihm los? Der hebt gleich ab, ey. Red Bull. Okay, machen wir jetzt ernster, ne? Ja, jetzt wird vielleicht Flügel und springt vom Hoch aus. Das war mein Fehler, Freunde. Nee, einer ganz egal. Allein. Aber die Muffins müssen ja echt mal hier ein paar Siege wieder rausholen, weißt du? Alter Schwede. Da musst du auch nicht immer die Statistik auf der Seite geguckt und da habe ich mir gedacht, Alter, so schlecht sind wir tatsächlich. Man muss ja auch nicht immer irgendwo die Fehler suchen oder so, weißt du? Ich meine, wir sind halt ein Team, ne? Alles andere interessiert hier nicht. Jawohl. Komm. Lauf. Major! Ja, das schade. Ist zu klein. Da fehlt 45 Riese Taros. Ja, ich bin auch leider zu klein. Schöne Grüße übrigens, muss man ja auch mal sagen. Wir haben ja früher mal FIFA Grüße gezockt. Auch von mir. Ja, früher mal FIFA gezockt. Aber lang ist es her. Oder auch GTA 4 und so weiter. Boah. Sehr schön, Major. So, hier, Curry. Ab in die Mitte und mit dem Ding. Und zack! Alter, wie hat der den denn gehalten, schade. Mann? Mega Kopfball. Das ist immer so, ne? Das haben wir auch letztes Mal schon festgestellt, dass immer, wenn wir vorne sind und gute Chancen haben, dann treffen wir meistens in die Weiße. Aber die haben keinen gesteuerten Keeper, oder? Nee. Okay. Curry. Was denn? Kurz erfassen? Du weißt Bescheid. Jo. Ja. Ja, Curry weiß Bescheid. Curry macht das. Sauber, Junge. Voll einstudiert, Alter. Ja, das lernst du bei Ferguson, Alter. Ja. Das lernst du, das hast du auch nur bei den Muffins, ey. Ich versuch so voll professionell zu klingen, Körper, weiß Bescheid, Taktik und so, weißt du, er kommt da und schießt den Ball weg. Ey, Bonze, kennst du einen legendären Trainer? Ja. Oh, scheiße. Sag mal. Was meinst du damit? Ja, welchen Trainer der so kennt? Ja, viele, ne? Ja, sag mal raus, Max. Scharf, Alter, ne? Weil sie nur mal in Bremen wohnen, ey. Ja, wen denn noch? Ja, ist ja vor allem legendären Trainer, so weißt du. Hättest du direkt Slomka sein können, Alter. Das ist Slomka, ey. Scheiß auf Slomka, Mann, wenn du Schaf haben kannst. Ja, Major, was ist das denn? Ist doch schön, hast doch alles. Wenn du mal wissen würdest, wie man Doppelpässe spielt. Oh, das. Boah, mal hier, Alter. Dennis, was machst du denn da, Alter? Guck mal hier, ja, lauf doch, du! Was ist denn? Dennis, ey. Aber wo waren wir? Mach der Bronze, denn da? Hau mal raus. Nimm mir mal ein paar legendäre Spieler so bei uns. Ja, was, Alter? Trainer, mach mal Trainer. Sag da gleich Rudi Völler, ja, so, weißt du? Pizarro, das legendäre Spieler hoch 10, Alter. Ey, mit dem Bolze war so süß wegen Fußball, ey. Kennst der Bolze ist abseits, echt abseits, total abseits? Verpeilt, ja, ich einfach. Ich geh doch. So jetzt. Ja. Hey, du gehst, du bist immer weitergelaufen. Ich bin zurückgegangen, aber
Also kennst du so einige legendäre Spiele, als ernsthaft gefragt? Bist du so ein bisschen oder so? Klar. Ich weiß, du kennst... Wie gesagt, ich habe ja früher mal Fußball geguckt, aber halt auch immer nur sporadisch mal. Ich war nie so der... Da, wo noch Jürgen Klinsmann bei der Nationalmannschaft gespielt hat. Da, wo Rudi Völler noch gespielt hat. Nee, aber kennst du so einige Spieler, die man kennen sollte, sag ich mal jetzt, als... Wie heißt denn der Trainer von Bayern München? Ja, ich sag mal so, ich kenne halt einige, aber nicht jetzt vielleicht so viele wie manch andere. Ne? Ja, wie heißt denn der Trainer von Bayern München, Bronze? Ja, sag ich nicht, Alter. Matthias, sag mal. Der Bronze ist so cool, ey. Der hat sich die Mutter so laden. Oh, genau, Major. Das ja, macht dich sympathisch, gesehen, so, weißt du? So. Schade. Da kann ja nicht jeder so schlau sein wie du, Dennis. Ne? Ah, ne, das war ja nicht. Ich kenne mich mit dem Fußballer auch nicht so aus, sag ich dir ganz ehrlich. Du zum Beispiel, den kennst du bestimmt, oder nicht? Cristiano Messi? Nee. Oder... Kennst du Cristiano Messi oder, Leo Ronaldo? Ronaldo? Ja, oder Leo Ronaldo halt, ne? Frank Robben? Ja, ich kenne die ganzen Spieler, aber halt wie gesagt... Ja, Frank Robben ist ja bei den Niederlanden, ne? Botze. Ja, aber dass er den kennt. Ja, Robben kenne ich, klar. Ja, wie heißt der Robben? Wo spielt der Robben denn sonst? Robben Curry, der weiß das schon, oder? Nee, aber. Ich finde beim Botze immer so süß, wenn er nicht so weiß, was er sagen soll. Aber so, ja, nee, so. Nee, ernsthaft jetzt Dennis, dafür, dass er sich mit Fußball nicht auch, so gut auskennt, kennt der aber so halt Leo Ronaldo und so, ist schon gut. Ne? Kennt doch jeder, Mann, alles im Lappen. Wo spielt denn Leo Ronaldo, Alter? Das ist der Bruder von Messi Ronaldo, oder was? Ja, aber Leo Ronaldo. Das ist ein Bruder von der Ribéry, Alter. Aber da, zum Beispiel, dass er auch. Ah, in der Ribéry oder was? Bronze, woher kennt. Cristiano Messi kennst du aber auch. Finale gegen Deutschland gespielt hat ja Messi, weiß ja, ne? Und. Ja, Messi sollte man schon kennen, wenn er auf dem Cover ist, ne? Ja, Cristiano Messi ist richtig gut eigentlich. Jetzt hört doch mal auf. So wie Messi Ronaldo, oder? Ja, nicht so. Yo! Yo, Alter! Ellie 1-1, meine Damen und Herren, die Wurst hat das Tor geschossen mit den Handschuhen. Die Wurst! Und jetzt das Stadion, bitte. Guck mal, das Stadion, wie das aussieht. Wir haben übrigens ein neues Stadion, Dennis, ne? Oh. Das ist unser Stadion. Sehr schön. Warum haben wir ein neues Stadion? Ja, weil wir uns das freigeschaltet haben. Ja, ja. Wann denn? Ja, wir haben halt mehrere Sterne gesammelt. Dann haben wir das freigeschaltet. Wir haben das nur bisher noch nicht gewechselt. Weiß ich nicht. Ich denke mal wegen dem Regen. Ey, ihr spielt aber nicht, wenn wir nicht aufnehmen, oder? Nee. Was? Nein. Das geht doch nicht, Alter. Wir spielen nur FIFA. Wir haben nur FIFA für die Aufnahme gekauft. Nee, aber ich meine den Pro-Club hier. Ich habe erst 2 Stunden Spielzeit. Ihr seid doch Stricher, Alter. Ihr könnt doch nicht mit dem Verein weiterspielen, werden. Kann. Ja, Leute, also nein, ich kann nichts dafür. Tun wir doch gar nicht. Tun wir doch gar nicht. Ich bin niemals zu. Das Lendo. Hä? Ach, da hinten, ja, in der Ecke. Ja, der hat gerade so eine Nase. Ich Anfragen von Omarze, Alter. Sorry. Ja? Wir sind so junge Ballwerfer an der Seite. Willst du mal Hallo sagen? Oder? Männliche Ballwerfer. Ja, die sind da für dich, Bronze. Aha. Der Curry war doch ruhig, ist er, weißt du? Weißt du, was ich schade finde? Wir machen uns ja manchmal so gegenseitig fertig und die Leute nehmen das mal so ernst, ne? Ja, das ist nur Spaß, ja. Die, also, um Gottes Willen, ey. So ein bisschen Bashing unter Kumpels muss ja auch mal sein, so, weißt du? Das sagt der Boxer auch immer. Das meint er anders. Nö, ich hab damit kein Problem, Alter. Da wäre sich schon so ein Stoffbart an die Fresse hängen, also. Das ist Stoffbart, Mann. Bro News. Also, er ist ja neidisch, weil er keine Bartmütze hat. Ja, auf Stall wächst halt nichts. Ach so. Ja. Oh, aber wie Gott. Arm das eigentlich ist, wenn man als Mann keinen Bart arm. Hat. Ja, dafür ist mein. Ach komm, ich sag lieber. Ich wollte gerade sagen, dafür ist mein Pimmel immer gewachsen, Alter, weißt du? Diese Folge kannst du eigentlich gar nicht raushauen, das ist schlimm, ist die, Alter. Das ist die FSK 18 Folge, ey. Ohne Scheiße. Können wir mal unten reinschreiben, FSK 18 Folge, ne? Ja, kein Problem, ey. Megaschuss. Ja, aber wenn die Leute das bis jetzt immer noch nicht gemerkt haben, dass wir Freunde sind und uns gegenseitig nur. Runter machen, weil also wir uns lieb Freunde haben. Sind für mich Leute wie der Tobi. Ihr seid nur so da. Hampelmänner, ne? Das sind einfach die Vollmongos. Nein, ihr seid meine Bros, Mann. Meine Bro-News. Halt. Ja, könnt mir mal einen Gefallen tun, liebe Zuschauer. Also vor allem der Verwalter der Seite von dem Muffin Club. Ihr könnt ihr mal auf Bronzes Kanal gehen und dann könnt ihr mal gucken, der hat ja die Bro News damals gemacht, wo das so ein Bad. Oder so. Jo, Alter! Jo, Mann! Messi Ronaldo! Nicht schlecht, der Scheiß war auf Bro News. Was ist Major hier, Alter? Major! Die Nummer 10, ihr freut sehr sich schön. Wie ein Ast am. Sehr, Baum. Alter, boah, ey. Ich explodiert wie eine Bombe, hat er den Ball da reingepfeffert. Hier nochmal, zack! Richtiger Trickser, ey. Wenn wir schon mal so Fußball spielen, muss man den bei uns ein bisschen ärgern, weißt du? Ja, was soll denn?
Dann müssen wir den Bronze wie so ein Bär, müssen wir den ein bisschen wütend machen. Sind die Bomben ausgegangen, oder? Aber ganz kurz, Curry, könntest du deinem Meerschweinchen im Hintergrund sagen, dass die bitte nicht das Display stören sollen? Dankeschön. Was für ein Meerschweinchen? Die quieken die ganze Zeit. Die quieken. Also ich höre das nicht. Oder sind das die Kinder bei dir im Zimmer? Was? Das Geilste ist, ich habe letztens mal so sonntags gesagt, ich guck mal Fußball, weißt du, und dann kommt der Bronze, Champions League oder was? Sonntags, weißt du. Voll lustig, Alter. Dennis, weißt du denn, wann immer Champions League läuft? Mittwochs, Alter, willst du mich verarschen oder was? Nur Mittwochs? Nein, mein Dienstag ist auch. Jo, mein Kollege. Komm mal hier runter. Ernsthaft? Oh, das ist dein Ernst. Tolles Spiel. Also da packen wir mal die Skills aus, dann kommt der Liste. Also die ironieren den ganzen, ich wusste es. Aber wer jetzt nicht ganz erwundert, warum wir immer sagen, so, dass der Curry so ein Kinderknatterer ist, ist natürlich nur Spaß. Das ist eine Anspielung auf jemand anderes. Ja, derjenige, der wird schon wissen, wen wir meinen. Ja, das ist so ein Insider halt bei uns. Ne? Also der Curry knattert keine Kinder. Also mit Knattern meine ich natürlich, dass er sie isst. Ja, aber wer die Let's Plays ein bisschen verfolgt hat, der wird es wahrscheinlich schon ahnen. Ja, ja, aber da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Also um Gottes Willen, Leute. Warum schickst du mich? Ich bin fertig. Lauf doch. Da, guck mal, mein... Bist du durch? Ja. Ich bin nicht... Curry! Ach. Ja, aber nochmal wirklich, derjenige, der die Seite da verwaltet, der sollte mal bitte auf Bronzes Kanal gehen. Und der kann meinetwegen auch gerne so, wie soll ich sagen, so ein Wallpaper erstellen, wie der Bronze, Best of Bronze Beard mit der Maske da. Oh. Schade, Mann. Alter, was ein traumhaftes Spiel heute. Bronze, ey. Ja, aber immer, wenn wir uns nicht konzentrieren. Das war ein... Boah. Ja, was ist denn jetzt los? Foul für uns. Das war Wallhack. Für uns? Darf ich schießen? Ja. Ey, nicht für uns. Doch, für uns. Alter, darf ich schießen? Ja, mach mal. Warum nicht? Oh, ich hab den Ball. Major, bitte, darf ich schießen? Bitte. Sag mal, bitte. Bitte, Major. Bitte einmal. Bitte, Major, okay. Wenn du jetzt ein Mann bist, sagst du nein. Nee, ich sag ja. Ach, Major. Bin ich jetzt kein Mann? Warte, Curry, ich muss dich... Jetzt bist du kein Mann. Aber okay, dann hast du Ruhe vom Bronze, ne? Ah, danke. Nee, der Major wird mir nicht entkommen, ne? Ah, sehr schön, schade, der Major hat den reingemacht, Alter. Wäre drin gewesen, was soll ich da machen? Nee, Freistöße kann ich echt nicht schießen. Aber ich kann den jetzt spielen. Guck mal hier. Ja, kann ich auch, Major. Nicht schlecht, Major, nicht schlecht. Ja, die Major, sag ich schon. Die Majors gewinnen 2-1, wollte ich gerade sagen, Alter. Die Majors. Ja, zusammenfassend kann man sagen, Major ist ein Ego und ich habe keine Ahnung von Fußball. Gegeben. Ja. Der Bronze ist der einzige Mensch, der Champions League am Sonntag guckt. Der Witz an der Sache ist, ich wusste es ja, dass es nicht sonntags läuft. Aber ich wusste ja nicht, welcher Wochentag es ist. Ja, genau, weißt du. Jetzt. RTL, Alter. Der Bronze guckt immer mit Heiko Wassermann. Und Kai Ebel, so, weißt du. Jetzt. Bronze, kommst du her, Bronze! Oh, wieso kommt der denn da so raus, ey? Ja, weil du einen Bronzefuß hast, Mann. Ja, Fuß aus Bronze, Mann. Ey, mit Abstand, du bist scheiße FIFA-Folge. Das Geile, Dennis, wir haben mal mit Bronze und Curry FIFA gespielt, weißt du? Und Bronze hat so einen Skill dazu bekommen, Effet, weißt du? Da fragt der Bronze erstmal, hey, was ist Effet? Da will jetzt das alles zum Essen, so, weißt du? Ein schwedisches Nationalgericht. Oder ich sag so zu dem Bronze, lauf mal kurz am Pfosten. Also, ich stell dich genau neben Pfosten. Aber der Bronze weiß auch bei TTT, der ist voll verpeilt einfach da drüber. Ja, das ist so lustig. Das ist doch das Geile, ja, daran. Ja, eben. Weißt du, er spielt so TTT mit der Suicide Pump im Einkaufscenter. Kevin. Nein, das ist schön. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Scheißegal. Da wollte ich einmal sagen, ja, dank Bronze gewonnen. Danke, Bronze, Alter. Du bist der Hammer. Aber super, Typ. Das ist jetzt kein Witz, ne? Das ist, ja. Weil FIFA das Spiel beenden wollte, ist der Ball nicht reingegangen. Normalerweise wird der Ball reingehen. Das ist echt. Na gut, dann war ich ja immerhin nicht schuld. Danke dir. FIFA ist schuld. FIFA ist echt so programmiert. Aber ich sag FIFA ist immer schuld. Ich sag mal tschüss, ne? Ja, ich sag auch mal tschüss, ne? Bis dann. Dennis, was machst du noch? Ach, ja, danke fürs Zusehen, Leute. Und vielen Dank nochmal an den Betreiber der Seite, ja? Ihr habt da jetzt wieder was aktualisieren. Und bitte um Bro News beim Bronze auf dem Channel unbedingt angucken, wenn ihr mal was zum Lachen haben wollt. Oder einfach Bronzes Kanal besuchen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und danke fürs Zusehen. Bro Kung Fu.